Hallo liebe YouTuber, heute gibt es ein neues Video zur Herbstzeit und Halloween rückt ja auch näher. Wir haben eine ganz tolle herbstliche Deko gemacht, kann auch zur Erntedank dekoriert werden. Und wie das genau geht, wie man diese schönen Materialien auf den Strohballen fixiert und alle Details kommen jetzt. Dazu brauchen wir natürlich schöne herbstliche Materialien und allen voran diese wunderbaren Strohballen. Ich würde sagen, einfach mal beim Bauern fragen oder wenn es einen Stall gibt in der Nähe, dass man die besorgt. Kleiner Tipp von mir, am besten in einer Decke transportieren, ansonsten ist der ganze Weg vom Auto zum Haus oder wo man es hin transportiert voller Stroh und das ist ein bisschen ätzend. Ja, ich habe das jetzt schon gemacht in Vorbereitung, das wollte ich euch ersparen. Dann habe ich ganz tolle Malusäpfelchen, die bekommt man tatsächlich beim Floristen. Die sind hier am Stiel, die sind natürlich wunderschön zum Dekorieren. Ich habe schöne Birkenstämme, ich habe tolle Maiskolben, das ist Ziermais, bunter Ziermais. Dann habe ich schöne Kränze, herbstliche Kränze, die sind mit wildem Wein, mit Beeren, toll gewickelt, verschiedene Farben. Die kommen gleich noch im Video raus. Dann haben wir Kürbisse, die ganz großen, irre, die sind auch richtig schwer, haben tolle Farben, wow, das ist ein Highlight, auch zu Halloween, klasse. Kürbisse brauche ich in verschiedenen Größen, hier diese kleineren Kürbisse und dann noch die Indien-Kürbisse, die gefleckten, auch noch in verschiedenen Varianten. Ja, dann haben wir Physalis. Wie immer ganz wichtig ist, wir brauchen Draht. Und Draht, das erkläre ich gleich. Draht brauchen wir, weil ich habe hier so schöne alte Milchkannen. Vielleicht hast du zu Hause irgendein Gefäß. Ich habe hier ein Bündel Weide. Man kann auch ein Bündel Zweige nehmen. Und da habe ich diese Weide gebündelt mit ein bisschen Bast. Und habe die dann hier in die Kanne gesteckt, aber das wäre jetzt natürlich viel zu leicht, wenn man das nur da reinsteckt. Ich habe Steine seitlich eingefüllt und einfach noch das ein bisschen dekoriertes Moos genommen. Und ich habe die Physalis hier an eine Schnur gedrahtet und mit einem Gewebeband hier nochmal die Weide abgefasst. Man kann aber auch, und jetzt komme ich wieder zum Thema Draht zurück, Draht natürlich in diesem schönen Orange. Und ich nehme mal meine Physalis hoch. So. Die haben hier so nette kleine Stiele. Und man kann die Physalis einfach an dem Stiel ein bisschen drumherum wickeln. Und dann den Draht, damit er auch schön bleibt, einmal verdrehen. Dann lasse ich den Draht wieder so ein Stückchen, das ist schon ein Stückchen Luft, nehme diesen Physalis-Stiel und drahte die nächste Physalis an. So, verdrehe das und mache auf diese Art und Weise eine hübsche kleine Physalis-Kette. Die wiegen ja auch nichts. Die Deko ist haltbarer, wenn sie unterm Dach ist. Das ist natürlich schöner als über. Und wenn es im Regen ist, dann halten die Physalis natürlich nicht ganz so gut. Es ist dann begrenzt, Kürbisse und so ist kein Problem. Aber das ist natürlich eine super Sache, wenn das ein bisschen geschützt ist. Also unterm Vordach oder so ist das natürlich klasse. Du kannst ja auch jederzeit von dieser Deko Teile rauspicken. Wir machen jetzt hier natürlich eine richtig tolle Deko für ein Restaurant. Hier, da wird auch richtig schön gefeiert, da sehen das viele Leute. Also wir haben hier unglaublich Publikum und im Moment echt Glück, dass hier so wenige laufen, aber es wird sich vermutlich ändern. So, ich habe meine kleine hübsche Kette und ich hänge die einfach in die Waage ein. So, wickel hier ein bisschen rum. Ich brauche das also jetzt gar nicht so toll festmachen. Und so, Moment, hol mal meine Drahtschere. Ist wie immer das alles wichtig, dass das Werkzeug gut ist. Die Drahtschere, die ist vor allem total wichtig, wenn es nachher an den dicken Draht geht. Im Moment ist das ja alles noch ein bisschen schön kleiner Draht, aber so. Ja, also hier haben wir jetzt unsere Physalis.
Dann gehe ich noch mal weiter zu den Materialien, die wir brauchen für diese schöne Deko. Und zwar, da habe ich dann auch noch Hagebuttenranken mitgebracht. So, die trennen sich so ungern. Schöne lange Ranken, da komme ich aber gleich noch dazu. Ja, jetzt geht's mal ans Werk. Und ich werde als erstes die Strohballen drapieren, dass die auch schön, dass ich auch da einen schönen Aufbau machen kann. Die Strohballen sind ja immer schön gebündelt und haben ja so zwei Schnüre. Da kann man die super anpacken, denn da sieht man auch wieder Ballen selber. Aber das macht nichts. Ich habe hier natürlich ein paar Tischchen. Das erleichtert die ganze Geschichte. Und jetzt mache ich die Strohballen einfach so ein bisschen schräg, weil ich habe da natürlich auch bestimmte Sachen damit vor. Der wichtige Punkt ist natürlich, wenn diese Strohballen so schön schräg sind, dann überlegt man sich, wie bekommt man diese Kästchen, weil ich lege die Kürbisse gerne in die Kästchen, wie bekommt man die fest? Man nimmt einen, und dann kommen wir wieder zum Thema Draht, einen 18er Draht, also einen richtig dicken, ja, und du kannst auch zum Beispiel einen Holzstab nehmen und ich drahte dieses Kästchen hier in den Strohballen rein. Eine Stelle reicht eigentlich. Und schon habe ich eine wunderschöne Halterung, dass ich den Kürbis hier reinlegen kann und die Kiste hält. Das Gleiche mache ich mit den Grenzen, weil die möchte ich ja auch ganz schön da dranhängen und fixieren. Und hier gehe ich auch mit dem Draht. Der hat immer eine Seite, die ist spitz, nicht die stumpfe nehmen. Ich gehe einfach mit einer Seite durch den Kranz durch, nehme den als Gabel, sprich ich habe zwei lange Enden. Und kann auf diese Art und Weise dann einfach den Kranz hier in den Strohrömer reinspießen. Der Maiskolben wird an der Stelle, wo der Wuchs von dem Grün ist, wird an der Stelle angedrahtet. Der Draht wird verdreht. So, und auch hier habe ich wieder einen Maiskolben, der sich super platzieren lässt auf dem Strohballen. Ja, so gehe ich jetzt mit den ganzen Materialien vor. Die werden jetzt mal schön fixiert. So, ich habe jetzt hier schon einiges dekoriert. Und also die ganzen Zweige, alles was ich genommen habe, habe ich mit einer, wir nennen das auf Gabel, gedrahtet. Habe also einfach den Draht genommen und gegabelt und dann eingestochen. Der Drahtgurt muss fest genug sein. So, und auf diese Art und Weise habe ich die Kästchen dran gedrahtet, ich habe die Äpfelzweige, die Apfelzweige gedrahtet, die Grenze. Ich habe den Strohballen bewusst so ein bisschen erhöht, weil ich finde, dass man viel schöner die Sachen angucken kann, wenn der natürlich ein bisschen schräg ist. Das heißt, zu Hause sollte man einfach ein bisschen, was man hat, Tischchen, Weinkisten, ja, irgendwelche schönen Holzsachen, die kann man alle ganz toll verwenden. Man kann auch schöne knorzelige Zweige nehmen. Hier habe ich Birke verwendet und habe einfach diesen Zweig mit Malusäpfel drüber gelegt. Den Turbankürbis, da habe ich bewusst diese Seite genommen, weil die andere ist zwar auch schön, aber die Seite ist schöner. Ja. Und es ist auch, wenn ein bisschen Flechten auf den Zweigen sind, hier auf der Birke ist diese helle Flechte. Es ist wunderschön und ich habe einfach nur den Maluszweig drüber gelegt. Zum Teil kann man auch die Zweige in diese Spüre vom Strohballen reinstecken nur. Also hier habe ich das einfach nur reingesteckt. Hier habe ich einen Kranz, da habe ich den Draht so ein bisschen hochstehen lassen, damit der Draht hochkant ist. Also hier ist der Draht direkt dahinter und habe den nur so ein bisschen aufgestellt. Ich habe natürlich den Strohballen auch ein bisschen erhöht. Und was ich sehr schön fand, ist, dass die Kannen mit der Weide, dass die auch auf verschiedenen Ebenen sind, weil wir wollen ja so ein Höhenprofil haben. Und dadurch, wir haben unten den Strohballen quer, den hoch, oben den quer. Also es ist einfach schön, dass das Auge was zum Gucken hat, ganz entlang. Und ganz viele kleine Kürbisse, mal so ein Pärchen an Maiskolben, mal einzelne. Und hier habe ich noch einen letzten Kürbis. Und von der Hagebutte, da habe ich einfach noch zwei Zweige, die zur Türe so abstehen, habe ich abgeschnitten, aber warum wegtun? Die können wir auch verwenden und die kommen jetzt einfach mit dem Kürbis, werden die auch noch gedrahtet. Und da suche ich noch ein schönes Plätzchen
Hier ist natürlich die Eingangstür und deswegen wollte ich diesen blauen Draht von dem Strohballen noch ein bisschen verdecken. Ja, und also hier finden ganz tolle Sachen statt. Die Gäste wollen jetzt auch diese schönen Herbstsachen. Es gibt auch demnächst die Halloween-Party. Wir sind hier in Königstein beim Miros Ristorante. Tolle Party. Und ja, ich hoffe, meine Herbstdeko hat euch gefallen. Ihr könnt auch kleine Teile davon verwenden und müsst es jetzt nicht so groß machen. Aber es gibt ja so viele Facetten. Ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich freue mich über viele Daumen hoch und neue Abos. Und wenn ihr abonniert habt, dann ist ganz wichtig, klickt auf die Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn ein neues Video von mir da ist. Ansonsten verpasst ihr das ja vielleicht. Ja, ansonsten viel Spaß, schöne Herbstwochen, alles Liebe von eurer Margit. Ciao!